Moin, moin, moin. Guten Tag, willkommen zurück zu Escape from Tarkov. Irgendwie hängt mein Mikro russisch. Liegt wieder daran, dass es ein russisches Spiel ist, das weiß ich leider nicht. Was wollen wir heute machen? Escape from Tarkov. Escape from, wollte ich einmal machen, um wieder reinzukommen. Ich habe es schon ewig nicht mehr gespielt und ich weiß noch nicht, ob das jetzt schlau ist oder nicht. Ich sehe nicht so richtig, ob der was hat oder nicht. Ich möchte jetzt ungern im PMC spielen, weil ich der Meinung bin, dass ich auch woanders noch sinnvoller dabei sein könnte. Oh Leute, was ist denn hier los? Was ist das, Regen, oder? Wanka Photoshop. Okay. Heute spielen wir Wanka Photoshop. Eigentlich möchte ich, ach so, genau, ich wollte eigentlich erstmal nur als Scav spielen, weil ich habe hier so eine kleine Seite gefunden, oder generell so eine Seite gefunden, wie angeblich die Grafik-Settings am besten sind. Ob das jetzt stimmt oder nicht, das weiß ich nicht. Ich kann ja danach am Ende des Raids, ob ich jetzt sterbe oder nicht, das ist ja erstmal wurscht. Die Settings zeigen, wie sie auf der Seite stehen, von wegen Best Gaming Settings, Escape from Tarkov oder sowas. Ich weiß, ich habe jetzt. Es ist natürlich schwierig, jetzt die Settings einzustellen und dann im Menü zu sehen, ob es gut ist oder nicht. Das kann mir ja natürlich keiner verraten, das weiß ich ja noch nicht. Und deswegen möchte ich dann gern spielen, um das zu sehen. Ich vermute fast, dass es absolut Kacke ist. Ich bin der Meinung, ich hatte schon was Ähnliches schon mal, wenn man dann irgendwie mit irgendeinem Filter und Pipapo noch irgendwas verbessern könnte. Ob das jetzt so stimmt, das weiß ich nicht, das muss ich gucken. Ja. Wir schauen einfach mal. Wenn es extrem kacke ist, wenn es richtig, 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 richtig kacke ist, dann hören wir einfach wieder auf. Deswegen auch nur als Skeff, weil ich jetzt nicht unbedingt Bock habe, als PMC reinzugehen und nicht zu wissen, ob es gut aussieht oder ob es scheiße aussieht. Jo, finde passendes Spiel. Wenn natürlich nur drei Leute mitsuchen, dann werde ich wahrscheinlich. Ach doch, ich habe eins gefunden. Gut. Ich hätte jetzt gedacht, das dauert länger, aber in der Regel dauert es ja mittlerweile noch um die 2 bis 2,5, 3 Minuten maximal eigentlich. Eigentlich. Jo. Der gute Mann hat hier eine. Was ist das, eine Weapon oder eine AK? Ich kenne mir die Waffen noch nicht aus. Auf jeden Fall hat er einen komischen Helm auf. Eine geile Fliegerbrille. Und zum sieht so aus, hätte er einen Rucksack. Rucksack ist immer gut. Eins hat auch so einen richtig beschissenen eine Strict Jacket on. Rot-weiß sieht man, glaube ich, von weitem gar nicht. Die Presseweste, die blaue. Ich würde sagen, wir sind gar nicht auffällig. Ja. Aber egal. Wir versuchen einfach mal unser Glück. So. Südlicher Zaundurchgang oder rechter Flügel Turnhalleingang. Wo sind wir gestartet? Alles klar, hier hinten. Wir haben noch 32 Minuten, das geht ja eigentlich. Aber es sieht alles so grisselig aus. Oh je. Grisselig ist nicht gut. Was haben wir denn hier? Eine AK-74. Ich glaube, ich war mal so schlecht, oder? Was sagt ihr? Hier haben wir mal die Bandage und Morphin haben wir sogar, aber halt auch nur 30 Schuss. Oh, das war eine Granate, tut die. Wo ist noch raus? Südlicher Zorndurchgang. Das ist also hinterm Ressort irgendwo, oder? Ja. Kantenklettern 0 habe ich eingestellt, weil es angeblich gut wäre, aber irgendwie sieht es scheiße aus. Oh mein Gott. Alter, was ist los hier? Schrauber oder Paid? Paid kann ich gegen irgendwas eintauschen, bin ich der Meinung. Oh, Cola. Achso. Das ist ja schade. Gibt es ein Eis hier? Hallo, Kumpels? Na ja, gut. Ob das Eisen eisen möchte? Ich glaube nicht. Wenn es hier schon ewig rumliegt. Ich nehme einfach alles mit. Erstmal. Guck mal in die Tasche hier rein. In die Tasche. In die Kasse. Hab sogar ein paar Rubel. 1000 Rubel und. Ja. 800 Rubel, ich muss mal gucken. Voll PS und dann müssen wir
Feuerautomatik oder Einzelfeuer. Wir nehmen erstmal Einzelfeuer, logisch. Auch erstmal die Entfernung zumindest mal keine Automatik. Und gehe dann gleich schon mal zu den Villen. Aber echt, ohne Kantenkleidung sieht das echt schon gay aus. Och, du Scheiß, gut, das. Das ist da oben an, wie das flimmert. Das Gefühl, es läuft nicht flüssiger, es läuft irgendwie komischer als vorher. Ja, wie ist es komisch? Naja, wir looten einfach schnell, dann gehen wir wieder raus, würde ich sagen. Ich meine, jetzt hier ist ja eh nichts los. Hören tue ich nichts, kann aber natürlich sein, dass es an dem komischen Helm liegt hier. Da oben sind die Villen. In eine Villa kann ich ja jetzt eh rein. Wenn sie nicht schon gelootet wurde, das weiß ich natürlich nicht. Aber gucken wir mal. Manchmal ist dieses Spiel auch extrem komisch, weil es einmal extrem ruhig ist. Und dann mit einmal bricht die Hölle über einen herein. Und ja, man ist plötzlich in voller Action. Und wenn man auch so als Neuling unterwegs ist, dann ist man das auch gar nicht gewöhnt. Ich meine, wenn man in Battlefield reingeht, dann weiß man, dass man eigentlich in der Regel in den nächsten 2 Minuten auf jeden Fall Action hat. Also man spielt natürlich auch eine riesen Karte mit keinen, mit nur 2 Gegenspielern. Nehmen wir einfach noch die Atemmaske mit. Rest wird eh leer sein. Ich denke, wenn hier schon einer tot liegt, wird hier auch schon jemand in der Villa drin gewesen sein. Ah, es ist noch zu, aber was heißt da nichts? Entweder ist noch zu, weil keiner drin war, oder es ist gerade zu, weil einer drin ist. Das machen wir auch mal zu. Gucken mal hier rein. Durchsuchen. Ich weiß nicht, ob das jetzt, was das für ein Zeichen hier ist. Können wir mal Vollautomatik umschalten. Der Jacke noch keiner drin war. Raum 303 ist ja gut. Ich glaube nicht, oder? Wahrscheinlich ist er nicht gut, deswegen derjenige auch nicht mitgenommen. Oder er wirklich keiner drin. Das kann ich mir ja fast nicht vorstellen. Sie verliert auf Werk. Jetzt in Corona-Zeiten ist das, glaube ich, ganz gut. Wenn man sich einfach mal die DVD reinwirft. Bam, 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 bam. Ein Buch. Noch keiner drin. Wundert mich. Aber okay. Irgendwo ballert jemand. Wow. Vielleicht hat derjenige einfach nur das Geld da gelassen und die anderen wichtigen Dinge mitgenommen. Ich denke einfach mal, über wirklich noch keiner drin. Vielleicht auch, weil die Villa generell jetzt nicht so umkämpft ist, ich weiß es nicht. Ist hier hinten noch irgendwas? War ja nicht immer irgendwo. Ja, es ist irgendwie leer. Können wir hinten rausgehen? Dann haben wir noch keinen vor uns sozusagen. Sieht leer aus hier das Ganze.
Aber wir freuen uns ja in der Regel nicht zu früh. So, die Tür ist in der Regel immer offen. Heißt ja aber nichts. Also, Schlüssel haben wir nicht, aber wir können mal gucken, ob wir vielleicht da hinten Schlüssel finden. Weil, wenn. Mega-Leck. Dann ist der Schlüssel hier drauf. Aber hier ist keiner drauf. Schade. Da war schon einer. Nein. Oben gibt es noch ein paar Tresore und so. Das ist eigentlich nicht so schlechter Loot, der da drin ist. Also, ja, klar. Manchmal mehr, manchmal weniger, logisch. Aber in der Regel ist es jetzt nicht so schlecht. Gibt es hier was drin? Noch eine Tasche. Weil als Scav kann man eh alles untersuchen. Das ist eigentlich scheißegal. Kraft, das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. MRE ist eh nicht so schlecht. Kann man dann später mal fooden, wenn wir es dann brauchen. Ich persönlich würde jetzt übers Kraftwerk gehen und dann einfach raus. Ich meine, wir können uns eh nicht mehr mitnehmen. Sieht alles so grisselig aus, das macht keinen Spaß. Grisselisel. Verstehe ich auch nicht, warum man dann sagt, kann Kleidung aus, da muss man ja irgendein anderes. Oh, Klopapier. Klopapier ist ja in der heutigen Zeit sehr, sehr wichtig. Eigentlich wertvoller als Gold. Aha. Ich habe das Gefühl, dass durch diesen Helm so gut wie gar nichts höre. Schießt irgendwo einer oben? Oder vorne? Ich habe keine Ahnung. Ist das das Kraftwerk? Wenn wir sonst nichts zu tun haben, dann setzen wir uns einfach hier hin. Machen ein kleines Lagerfeuer. Das wäre crazy. Wenn ich hier jemanden am Lagerfeuer entdecke. Mutig. Gut, das kann man da wahrscheinlich wirklich, als wenn man eine Gruppe ist, kann man das machen. Zwei grillen und drei gucken zu oder bewachen. Ich sehe aber nicht, ob der Sniper-Skiff ist noch da. Sieht doch aus, als wäre auf irgendjemand getriggert. Na, gucken wir mal. Futter ist, wir können den Sniper-Skiff stehen lassen. Erstmal. Als Alarmanlage sozusagen. Irgendwann habe ich den Cyberscaff nicht erkannt. Oder ich dachte, der wäre tot, weil der irgendwie so ganz komisch. Ich kann es euch nicht sagen, warum, aber ich dachte auf jeden Fall, er wäre tot. Da hat er mich übelst gehittet und dann kam von oben ein Player. Und das bin ich natürlich schön gefickt. Ich warte das einfach weg und nehme die mit. Genau. Manchmal wundert es mich. Tatsächlich. Nein. Kumpel, ich schieße den jetzt noch nicht ab. Weil ich ihn noch brauche, meiner Meinung nach. Sieht aus, hätte er nachts sich wie sie offen da oben, ja. So, manchmal ist hier ein Schlüssel drin. Der ist aber jetzt nicht drin. Moin, Kumpel. Moin, Kumpel. Also, wie viele sind denn hier? Drei Leute? Nie drei Leute. Ich habe nie drei Leute gesehen hier. Schließen. Wir machen das so mal einfach alles zu wieder. Mal gucken. Der Kraftstoffzusatz, den kann man, glaube ich, echt für ein paar tausend Dollar, Dollar, Rubel verticken. So, was haben wir noch? Eine Schraube und eine Zigarette. Ein paar Zigarettis. Oh, ach ne. Ich dachte, er hätte einen guten Backpack.
Aber ich habe nur so einen Armee-Rucksack, da passt da nicht viel rein. Warum 308? 33, 308? Ich weiß nicht. Ich nehme das einfach mit, weil ich nicht unbedingt weiß, ob das gut ist oder nicht. So, dann nehmen wir hier hinten auf jeden Fall noch die Sporttasche mit. Und ja. Milch. Milch ist gut. Schrauben ist gut. Muttern sind gut. Okay. Die Milch trinken wir aber mal. Scheiße eigentlich, dass das jetzt, dass ich nicht mehr mitnehmen kann. Ja, hi, Kumpel. Ja, ein Backpack? Nee. Wäre jetzt irgendeiner? Eigentlich gar nichts, oder? Der hat einen kleinen, also einen besseren. Und dann haben wir. Wollen wir die töten? Oh, was ist los bei dir? Pyretten drin. Läuft bei ihm. Oh, was war denn das? Boah, ging's. Wollen wir die töten oder nicht? Was sagt ihr? Eins, zwei, vier Leute töten. Was kommen wir jetzt alle hin sind. Ich bin da manchmal echt eine richtige Muschi, muss ich echt sagen, weil ich echt Schiss habe. Ich meine, es ist. Eigentlich ist es total hirnrissig. Es ist ja nicht mein Gear, was ich hier habe. Es ist einfach von niemandem, von Herrn Photoshop. Skupschik. Skupschik. Soll ich das euch nicht? Ich weiß nicht, wo der andere ist. Das war irgendwie dumm, was ich gerade. Irgendwie hat es gerade gehabt. Ich habe auch nicht mal irgendwas. Haha. Ja, da. Irgendwo ist noch einer. Ich weiß aber nicht wo. Müssen wir uns auf jeden Fall noch holen. Oh, crazy, warum hat das so extrem geleckt beim Schießen? Das Mist. Irgendwas, das läuft ja gerade ganz falsch bei mir. Boah, macht's. So wie jetzt. Wäre irgendwas komisch. Wo ist denn der dritte Typ hin? Oh, das ist ein Dachelberg. Wusste ich gar nicht, dass hier auch noch so ein Dachelberg ist. Ist das da oben, oder? Ficken, was war denn das jetzt? SKS. Wow. Naja, auf jeden Fall schon mal besser als meine. Komm runter mit dir. Wegwerfen. 10.000 Rubel. Ficken. So. Maske. Die Adar nehmen wir auf jeden. So, scheiße. Ich würde eher die Adar mitnehmen. Das ist eine Dreierweste. Achso. Ich will mitnehmen. Zigarettis. PS brauche ich eigentlich nicht. So, ich muss mal nach oben gucken.
Es laggt extrem, wenn ich hier irgendwie schieße, keine Ahnung. Das habe ich noch nie gehabt. Oh, fick. Wepper. 2. Oh, MK3 ist eigentlich gut, ne? Wegwerfen. So, jetzt können wir schon Ausgang gehen, meiner Meinung nach. Haben wir ein bisschen was. Und ich gehe nochmal hier rein und guck mal oben in den. Oben in den Dinger nochmal nach. Es laggt. Oder es hängt, ich weiß auch nicht. Das ist scheiße, war nie so, ey. So, mal gucken, wie viel. Etwa die Hälfte mit PS. PS ist kacke. Schlüssel braucht kein Mensch, oder? Zündkerze. Eine Mutter. Klopapier. Hier rein. Und das offen wäre, ist mega. Ich würde jetzt einfach mal auf die Adar umstellen. Und gucken, fast voll M855. Das glaube ich gar nicht mal so schlecht. Oh mein Gott. Wieder keiner, oder? Tötet die Maske. Alles mit. Was war hier drin? Mutter oder so waren ja noch drin, ne? Können wir die einfach mal mitnehmen? Und dann gehen wir einfach raus. Ach, Batterie. Zeit haben wir noch. Wir haben noch 13 Minuten. Crazy. Einfach so wieder 20 Minuten gespielt, ohne eigentlich großartig was gemacht zu haben. Das ist schon krass. Ich würde unten nochmal reingehen, in das Versteck hier unten, unter der Brücke. Und dann würde ich in die Richtung gehen. Weil da hinten ist unser Ausgang. War auch noch keiner drin, okay. Oder hat es wieder zugemacht, das weiß ich nicht. Schiene. Maßband. FMJ ist glaube ich scheiße blass. Ja, das geht halt. FMJ war glaube ich extrem gay. Brauchte glaube ich kein Mensch. So, dann gehen wir jetzt hinten oben raus. Hinten oben raus. Guck mal, ob wir einen finden oder nicht. Ich hoffe es nicht. Ich habe noch nie als Scav-Player, gut, ich habe jetzt auch nicht so viele Runden gespielt, muss man zugeben, einen gefunden, der aus Resort kam mit extrem geilen Loot. Das wäre mal crazy. Auch wenn das ja extrem schwul ist, zu schießen damit. Ich würde die auf jeden Fall nehmen, weil in der anderen sind halt nur PS-Money drin und PS-Money ist halt Kacke. Deswegen. Ja, nehmen wir das. Nehmen wir die Ada und nicht die AK. Obwohl die AK wahrscheinlich besser zu spielen wäre aufgrund des nicht so bescheidenen Visieres. Jo, da oben ist keiner. Wir können ja irgendwann mal, würde ich auch gerne bevor, also ich bin jetzt keiner, der jetzt gerne ins Resort geht. Was heißt gern, ich war da noch nie drin, weil ich auch extrem ja, low ich bin. Low. So wie meine Aufnahme hier. Low ist.
Es hängt auch durch. Interessant wäre ja mal in dem Häusel da oben. In dem Häusel habe ich tatsächlich schon meine AK-416 gefunden. Die habe ich auch noch. Ich habe da nie damit gespielt. Weil ich mir denke, oh nein. Die ist zu horny für mich. Also ich glaube, die war wirklich gut. Und die ist gut. Hier ist nirgendwo einer bis jetzt. Da liegt da einer drin. Aha. Ah, was ist denn jetzt los? Sieht auch noch ganz schön ungelootet aus. Leer. War ja eigentlich klar, dass es leer ist. Eine Waffenkiste hier drin. Leer. Schade. Schade. Aber okay. So, dann müssen wir jetzt da hinten lang. Da hinten geht es raus. Ja, solche Scav-Runden ist immer gut, weil man hat irgendwie, also ich persönlich spiele damit echt entspannter als beim PMC, weil ich bei meinem PMC echt immer Schiss habe, dass ich ja das sterbe. Und meistens ist es auch so. Leider. Man könnte ja sogar im E-String raus, oder? Als Gef. Oder ich habe hier so ein. Wie heißt das? Turnhalleneingang, ich habe keine Ahnung. So, was ist jetzt hier hinten, ja, oder? Ajo. Adieu, du stöde Welt. Gut, vier Kills gemacht. Obwohl ich eigentlich gar keinen Kill machen wollte und einfach nur gucken wollte, wie das hier ist mit der Aufnahme. Ja. Läuft! Das Mikrofon läuft. Oh, jetzt habe ich mich mal hier. Das Mikrofon hält bescheiden. So, loading. Ich würde sagen, ich verkaufe das entweder nach in der nächsten Runde oder einfach jetzt im Offline-Modus. Also, wenn ich es nicht aufnehme. Ich weiß nicht, inwieweit das jetzt das bringt. Keine Ahnung. Naja, 3, 2, jetzt geht's. Kopf. Cool. Alles Kopfschüsse. Ach du Scheiße. Ich sehe jetzt schon das Problem, dass ich nicht alles unterkriegen werde. Scheiße. Wie machen wir das jetzt hier, Jungs? Könnte das wenigstens so machen? Brauche ich die Presseweste jetzt unbedingt? Ich weiß nicht. Wie viel braucht ihr? 3 Slots. Ich kriege aber hier nicht noch irgendwie Slots raus. Ich könnte höchstens versuchen. Dann kann Dry Rig. Ist, komme ich das in der Einbahn? Ich brauche die. 4 Slots, dieses Ding. Ohne Scheiß. Ne, das geht glaube ich nicht. Das geht nicht, Jungs. Ich habe hier alles voll. Ich hasse diesen kleinen Stash. Ich hasse ihn. So, jetzt kann ich das. Ich kann trotzdem nichts verschieben. Das bringt eigentlich auch 0 Punkte. Könnt ihr höchstens gucken. Wie groß ist denn die? Na klar. So, nicht die jetzt hier oben. Nee.
Ich dachte, wenn er irgendwo hier reinklicken würde. Irgendwo. Das ist ein Luxusproblem, oder? Also ich weiß es nicht. Okay, wenn ich das jetzt hier runter mache, könnte ich die hier reinkriegen. Yes, Baby. Und dann könnte ich das noch hier und da und da. Nein, geht mir. Gut, der Rest lasse ich einfach drin. Ich brauche den Scheiß nicht. Weiter. Yes, Baby. Ich wollte eigentlich noch schnell die Grafikeinstellungen zeigen. Hatte ich ja gesagt. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. So, Jungs. Von EFT ladet mal ein bisschen schneller. Boom. Du. Selbst im Menü. Also, es wurde mir so gezeigt. Und dann wurde mir das so gezeigt. Mittel niedrig. Gesamtsichtweite 400, Schattensichtbarkeit 40, Kantglättung aus, Resampling einmal aus, HbAO niedrig, war es sogar auf, oder? Ich weiß gar nicht, ich glaube sogar aus, warum ich hier niedrig bin, weiß nicht. SSR ist aus, anisotropische Filterung ist aus, Schärfe ungefähr irgendwo in der Mitte hieß es, ja, Z-Blur und den ganzen Scheiß raus, aus. Aber naja. Jo, das war's eigentlich. Ich möchte jetzt gucken, dass ich jetzt hier ein bisschen was vertickere. Ich weiß auch gar nicht, wie ich das hier auch verkloppe. Das wird interessant. Ja, und dann gucken wir mal, was wir das nächste Video machen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin. Haut rein.